Als ich noch ganz klein war, da hat Frauchen mich Praline genannt, weil ich so klein war wie eine Praline. Aber dann bin ich größer geworden. Aber die Kinder sind irgendwie nicht so viel größer geworden. Und das fand mein Frauchen nicht so gut. Und dann waren plötzlich die Kinder alle weg. Und dann musste ich plötzlich auch weg. Und dann war ich beim Jürgen. Und der Jürgen, dem war das egal, dass ich so groß war und das ganze Sofa für mich gebraucht habe oder mal den halben Garten. Und die anderen Hunde sind auch alle nett. Und Kinder gibt's hier auch. Nur sind die jetzt auch so klein wie eine Praline. Aber die gehen nicht weg. Und ich gehe auch nicht mehr weg. Der Jürgen mag mich, glaube ich. Und ich mag den Jürgen. Und ich mag das Hündchen. Ich bin Praline. Und ich bin vielleicht ein bisschen groß. Aber ich setze mich ganz bestimmt nicht auf dich drauf. Oh, Kompliment über Aussehen machen. Fürs Kommen danken erstmal. Ja. Oh, der alte Stecher. Stechuhr. Stechuhr. Hat er früher auch machen müssen, als er noch Postbote war und so. Ach, voll schön, dass sie eingezogen sind. Jetzt bin ich hier nicht mehr alleine mit meinen 3 Milliarden Karten. Ich deale im Internet mit Karten für McDonald's-Ausverkäufe. Das ist mein Job, haha. Bin gar nicht arbeitslos und hab Katzen. Aber ich mag Katzen. Kennst du schon Bagel? Naja, Bagel? Ja, ich guck mal, ob ich welche da hab. Moment. Ach, ich hab ganz vergessen. Das ist meine Fernsehecke und nicht meine Küche. Fühl mich wie zu Hause. Die holst du erstmal ein Buch. Oh mein Gott, alles klar. Für Änderungen in deiner Nachbarschaft quatschen. Unglaubliche Geschichte jetzt. Tiervorführen. Und wir können ihr ein Hündchen zeigen. Ja. Boah, wir können ihr unser Hundewelpen zeigen. Ja. Das ist kein Synonym für irgendwas. Wir zeigen ihr jetzt unseren Hundewelpen. Das ist kein Synonym für irgendwas. Hä, was? Sie wollen mir ein Hundewelpen zeigen? Hey, erstmal ist das mein Haus, ja? Da kann ich machen, was ich will. Also, jetzt geht's ab. Oh, leck mich doch am Arsch, ist das knuffig. Hündchen. Also ich mag Katzenbabys. Ich habe viele Katzenbabys. Hündchen sind auch süß, aber Katzenbabys. Ja. Babys, also ich bin zum Beispiel eigentlich kein Baby, aber ich habe eine sehr, sehr coole Haut, weil ich sehr, sehr viel schlafe. Das ist wie so ein Babypopo. Ja, ich sehe es auch schon total glatt neben den ganzen Haaren. Ja, bis auf die Haare ist wirklich, wirklich cool. Also ich fliege auch sehr viel. Früher jedenfalls. Dann ich habe eine Kommode mit Kleidung drin. Ich bringe immer den Müll raus montags, fast nackt. Ah, das habe ich schon im Internet gesehen. Sie sind also diese witzige Person. Mein Username ist übrigens Popopops. 100 Pro. Und was ist es hier, ihr Gespräch beendet. Also wenn er Popopops ist, dann was ist das dann bei ihr? Was ist das dann? Muschi-Uschi? Was? Popopops? Nein. Also er ist Popopops und sie ist dann die Muschi-Uschi. Nein, dann ist das die Busen... Die Bubi-Bubs. Die Bubi-Bubs. Bubis. Popopops und Bubis-Bubs. Blendet, weiß ich nicht. Okay, also er mag kein Gemüse, hat er gerade gedacht. Okay, ich will ja nochmal, ich will jetzt, ich kann sie verkuppeln mit Dr. Bob. Alles klar. Wow, nein. Tier vorführen. Ich will jetzt sehen, wie Hündchen. Hündchen. Wie macht man das? Hey, komm mit, ich zeig dir mal mein Hündchen. Hä? Hündchen. Okay. Ja, ich hab ein Hündchen namens Hündchen. Hündchen. Ich hab eine Katze, die heißt Bagel. Ja, jetzt passiert's auch. Sieh mal drauf. Meine Katze heißt Bagel. Meine Katze heißt Bagel. Hey, Hündchen, na, komm hoch, Partner. Oh, komm, mein Gott, das ist dich so mal, niedlich. Oh, mein Gott. Okay, das ist schon extrem. Oh, die Matze ist tierisch. Das ist halt schon insane. Ja. Okay, cool, du kannst jetzt wieder weggehen, Hündchen. Wir können uns nochmal fürs Kommen bedanken, weil wir das schon mehrfach gemacht haben. Mhm. Was können wir sonst noch machen? Flirten. Wir können uns hier anflirten. Oh Gott, ich glaube, Hündchen will gerade hinpinkeln. Ja, er muss mal. Ich bin mal sehr gespannt, wo er das macht. Rausbringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, rausbringen. Rennt er selber schon raus? Okay. Hochheben.
Was? Nein, dann krieg ich... Oh. Ja, er muss mal raus. Er winselt auch ganz toll. Oi. Ja, ich weiß, du willst von Hunden spielen. Oh, das ist wirklich schwierig mit mehreren Hunden, weil jetzt geht's halt darum, dass wir... Scheiße, nochmal. Wir können hier nicht verkuppeln. Wieso nicht? Das funktioniert nicht. Da hat niemand mehr Zeit für irgendwas. Aber wenn die ganz viele Kinder kriegen, dann können die sich um... Die kriegen keine Praline. Kinder. Die kriegen okay, keine wir müssen Kinder. Alle mal pullern. Ich bring Hündchen jetzt hier hin. Aber kannst du nicht mit denen einfach Gassi gehen? Er muss auch pullern, mit Hündchen nicht. Aber mit dem kann ich Gassi gehen. Tierpflege, spazieren gehen. Nee, warte, da... Kurzer Spaziergang. Aber da war bitten, ein Geschäft zu machen. Ja, aber dann pullert er dahin, wo er gerade steht. Das ist nicht gut. Aber dann kannst warte. Ihm muss ich bitten, ein Geschäft zu machen. So, und mit kannst du die nicht beim nächsten Mal zum Nachbargrundstück bringen und dort einen Kacker machen lassen? So machen das gefühlt alle. Ja, leider schon. Oder in die Straße, in der du wohnst. Und dann dich im Sommer darüber beschweren, dass es nach Kacke riecht. Jetzt hat er ein Häufchen gemacht. Oi. Ich kann das Häufchen hochheben. Alter, na, mach mal. Alter, wir heben das Häufchen jetzt hoch. Und wir sind reingetreten. Ah, what so? Dauer Beach. Wir sind voll in die Hundescheiße getreten. Schnapp dir das kleine Baby und bring das kleine Baby rein. Und jetzt trinkt das Baby. Kannst du sie nicht fragen, ob sie dir hilft beim Gassi gehen? Ich glaube nicht. Wir gehen das Hündchen hier absetzen und wir müssen jetzt das wird Tierpflege machen, spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Weißt du, und die müssen, glaube ich, irgendwie bald alle. Oh, crap, die müssen alle. Können wir die nicht irgendwie rauslassen? Ich pfeife die dann einfach hinter mir her. Ja. Okay, wir schnappen den. So. Gehen wir es mal anleihen. Ich finde, bitte mit raus. Loriot braucht keine Leine. Wieso kommen die nicht hinterher? Kommt schon. Und Katja sitzt einfach weiter da, liest, während das in der Fernseher läuft. Ja, das ist typisch Katja halt. Oh, so, shit. Die sind schon mal draußen und wenn sie draußen sind, dürfen sie doch auch Pipi machen. Ja, die kommen jetzt mit. Aber die werden nicht angeleint. Oh. Vielleicht gibt es da hinten einen Pralinen. Ich bin der Schnellste in der Welt. Guck mal, ich bin genauso schnell wie du. Ich bin viel, viel, viel schneller. Wirklich, ich bin viel, 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 viel schneller. Du kannst überhaupt nicht mit... Ah, überholt. Ich hab mich nicht mal angestrengt. Meine Fresse, bist du schlecht. Ich war schon zweimal hier. Das hast du noch nicht gesehen. Ja, so schnell war ich. Natürlich. Wo sind jetzt hier die Pralinen? Ableinen. Abseilen heißt es. kann ich irgendwie dafür sorgen? Praline hat irgendwas gefunden. Kann ich die nicht mit anleinen? Oh Gott, Praline buddelt. Okay, alles klar. Nee, kann ich nicht anscheinend. Oh, ui, Praline. Ich will bestimmt vielleicht Praline. Findet der Trüffel. Guck mal, ich habe eine Praline gefunden. Die schmeckt komisch und stinkt, aber ich will eine Praline. Ich will eine Praline haben. Alter, wenn du danach dreckig Was? Bist, raste ich aus. Oh, guck, Geschenk! Ui. Papa, guck mal, ich habe Pralinen-Schachtel gefunden. Papa, guck mal. Guck mal, das Geschenk, was du sonst von uns kriegst, das ist keins davon. Vielleicht ist es aber wirklich ein Geschenk voll mit Kaka. So, jetzt frage ich mich nochmal gerade, ob wir hier sagen können, die sind da draußen, die machen bestimmt, wenn sie mal müssen, oder? Training, gib laut, freundlich, Leckerchen, Tierpflege, ich kann nur spazieren gehen, macht er das dann nicht automatisch? Kannst du mal auf den Hund wie er nachgeguckt und dann hat. Gucken, was. Ja, habe ich ja gerade geguckt, nämlich nicht so glücklich. Ich habe geguckt, da ist nirgendwo dieses um Geschäft machen bitten. Mach mal ableinen. Wo war denn das? Ganz am Anfang. Da. So, und jetzt? Wahrscheinlich geht das jetzt. Hier kann ich bitten, Geschäft zu machen. Und ich kann hier wahrscheinlich auch bitten, Geschäft zu machen. Los, mach Kaka, das kann ich verkaufen. Okay, aber wenn du wieder reintrittst, ne, dann bist du echt eklig. Hey, du kannst auch mal scheißen. Aber es ist... Aber ich kacke schneller als alle anderen. Ich hab was von Kacken gehört. Was machen wir? Pauline. Aber es ist wirklich komisch. Also die Hunde...
pinkeln halt direkt dorthin, wo sie sind und suchen sich nicht zum Beispiel die Stelle am Mülleimer oder so. Ja, das ist ein bisschen seltsam, aber... Und wir können hier mit ihm irgendwie zusammen joggen gehen, habe ich gesehen. Da stand sowas wie, erstens mal, was ist das? Was gibt's sonst noch? Tierpflege? Spazieren gehen, herbeirufen, anleinen, Training. Mach das Geschenk bitte auf, sonst raste ich aus. Guck mal, wir haben Kacke mit ihm. Wir haben wirklich Kacke mit ihm. Ich mach das Geschenk auf. Wir haben Türkis gefunden. Was? Ja, das sind Türkis. Und wir müssen die Kacke jetzt übrigens mitnehmen, auch brav, weil sonst ist das halt okay, echt... Okay, ist eingesammelt. Und die auch. Und die ja, Tiere da wird er reintreten. Ja, ich sehe es auch schon wieder. Da. Nee, jemand vorbeigelaufen. Du bist ja gar nicht mal so blöd. Wir haben zwei... Kann man die nicht stacken miteinander? Ich pack die mal in den Mülleimer da, ne? Wir können mal drüber nachdenken, was passiert. Oder wir verkaufen die. Wenn das jetzt Realität wäre. Hast du aus scheiße Gold gemacht? Nee, hat leider nichts gebracht. Ach so. Aber stell dir mal vor, du hast Kacke im Inventar und denkst dir so, eigentlich könnte ich das ja... Oh nein, was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn, Loriot, was ist denn mit dem Loriot immer los? Der Flash freut sich. Los, laufen. So, jetzt gehen wir mal richtig schnell, ja? Oh nein, ich muss pullern, Moment. Kannst du ihn anklicken mit Geschäft hier machen? Barry, wir wollen jetzt ganz schnell. Barry, oh, Barry. Oh, Loriot war super müde. Ja. Barry. Da hinten ist das Böse. Ich krieg dich gleich. Ich bin der Schnellste in der Welt. Lauf nicht von mir weg. Ich glaube, er bellt sein Arschloch an. Ja, das ist ja auch das Böse. Wow, okay, jetzt geht's aus aber dem, doch. Aus dem Po-Loch hast du ja gesehen, jetzt was da Böse ist. Jetzt wird gejoggt, ja. Aber Praline und Loriot sind noch im Park. Ja, die können ja hinterherkommen. Kinders. Jetzt wartet er halt. Hey, komm mit dir! Hunde, Kuchen. Hey. Und los geht's! Na, Loriot kommt hinterher. Oh, guck mal, wie schnell der ist. Wow, Loriot holt auf, ne? Ja. Alter. Hey, ich bin der Schnellste, ich bin der Flash, ich bin rasend, ich bin unglaublich! Und Loriot denkt sich so, ach nee, das ist nicht wert. Ich mach gerade eine Pause im Schatten. Ja, stimmt, der steht halt wirklich gerade im Schatten und denkt sich so, ne. Oh, Papa? Da ist die Sonne weiter. Papa. Oh, da kommt er nicht hin. Und was ist hier los? Der will halt gar nicht. Komm schon. Komm schon jetzt. Wir können auch mal zum Hundepark. Ein Park besuchen. Können wir ein bisschen. Nimm sie mit. Nimm Katja mit. Nimm mal Katja mit? Katja mitnehmen. Na gut, nehmen wir mal die Katja mit. Hey Katja, wir haben uns seit 2 Stunden nicht mehr gesehen. Ja. Aber geh mal aus meinem Haus raus, das nervt mich. Die ist schon gegangen. Klaus. Die ist schon gegangen. Ja? Ja, die war schon. Die hat schon gesagt, ich muss los. Sie muss sich ja um die vielen Babys kümmern. Alter, ich habe ein bisschen Angst, wenn wir in ihren Haushalt zurückkehren. Tun wir nie. Wir werden nie wieder in den Haushalt zurückkommen. Oh, Baby, Katzen und Bagel. Nie. Doch, Bagel. Bagel und Praline müssen sich kennenlernen. Bagel und Praline müssen sich kennenlernen. It's meant to be. This is lifetime friendship.